Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute mal was ganz Verrücktes machen. Erstmal wollen wir eine große Leinwand nehmen, 40x40, das heißt, wir brauchen ordentlich viel Farbe. Wir nehmen von Lukas das Gelb, 4826, transparent, Cadmiumgelb, hell. Wir nehmen von Amsterdam, 276, halbtransparent, Azo-Orange. Wir nehmen von Dela und Roney 433 Purple. Habe ich getestet, ist transparent. Dann habe ich von Amsterdam Permanent Blau Violett transparent. Dunkle Farbe, weil es soll ja durchs Weiß durchbrechen. Dann habe ich von Amsterdam Preußisch Blau Phthalo 566. Dann habe ich ein dunkles Türkis angerührt aus zwei Farben, und zwar aus 4954 Chromdioxid Feurig von Lukas und Zylinblau 4921 von Lukas. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich jetzt das eventuell noch heller mache oder es so lasse. Und es ist ganz schön dunkel. Zum Aufhellen nehme ich natürlich hier unser semi-transparentes Titanweiß von Lukas. Auf keinen Fall nehmen wir dazu ein opakes Weiß, weil dann würde uns die ganze Farbe umkippen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier von den Opazitäten, ich weiß nicht, ob ihr da euch noch dran erinnern könnt, wichtig ist, dass wir jetzt diese Farben hier alle halbtransparent oder transparent nehmen, damit sie leichter sind. Und dann schön durchbrechen durch das Weiß nach oben. Dazu machen wir Folgendes. Wir geben diesen Farben in gewohnter Weise Silikon zu. Aber wir haben hier einen großen Topf vorbereitet mit Weiß. Und zwar Amsterdam Titanweiß, opak, 105. Gemischt mit 30% Puring Medium von Liquitex. Gemischt mit Leitungswasser, dem ich 3 Teelöffel Backpulver zugesetzt habe, ordentlich geschüttelt habe. Ja. Und dadurch ist der pH-Wert entsprechend alkalisch und wir haben ja ein besseres Ergebnis zu erwarten, wobei ich doch keine Ahnung, schauen wir mal. So, dann Handschuh an. Ich muss einen alten, der ganz gut ist für das Geschmiere. Jetzt ich zeige euch jetzt wieder das Mischen. Ich habe extra schon ein bisschen mehr vorbereitet, damit nicht so lange Wartezeiten entstehen. Wem das zu weit geht, der kann ja gerne jederzeit, ne, vorspulen. So, was wir jetzt noch machen, wir räumen erstmal ganz schnell die Farben ab. Die stören uns jetzt hier nur, sind ein bisschen im Wege. So, und dann die wollte ich umdrehen, die ist. So. Jetzt haben wir hier unsere Farben. Diesen Farben geben wir jetzt hinzu unser Puring Medium vom letzten Mal. Da ist so ziemlich allerlei drin. Hm.
Sollte ich sehen, dass da irgendwelche Bubbles drin sind, dann höre ich aber auf. Dann gibt es normales Pouring-Medium. Ne? Sehr schön. So. Das Motor rühren. Ich gebe von dem normalen Pouring-Medium noch dazu. Ich möchte jetzt wirklich, und zwar wirklich 30%, weil ich möchte wissen, wie sich das jetzt hier verhält. So. Das ist zu wenig. So, das ist also ganz schön viel Stoff, den wir jetzt verrühren müssen. Und billig wird das Bild auch nicht. Warum habe ich so viele Farben gewählt? Ich habe so viele Farben gewählt, weil ich mir das sehr schön vorstelle, wenn wir aus unserem Weiß und da aus dem Untergrund ordentlich viele Farben hervorbrechen. Stelle ich mir sehr schön vor. So. Hier wieder mit meinen Joghurtbechern, aber ihr wisst ja, ich recycle gerne. Ich mag das nicht so gerne, die Vorstellung, dass immer nagelneue Plastikbecher genommen werden. Sieht dann schön aus für euch, aber es wandert alles in die Weltmeere und da habe ich ein gestörtes Verhältnis mit. Das möchte ich nicht so gerne. So. Klasse Orange hier. So. Jetzt wieder gespannt, wie die Farben der einzelnen Hersteller jetzt hier so sich verhalten. Schon irgendwo interessant. Wenn man ein Pouring macht, möchte man natürlich auch ein gutes Ergebnis haben. Ich habe aber, wie gesagt, mit diesem Zeug keine Erfahrung jetzt hier. Es wird ein richtiges Experiment. Und ihr könnt oder profitiert davon hoffentlich. Und wenn es klappt, könnt ihr es ja nachmachen. Und wenn nicht, wisst ihr ja, woran es gehangen hat vielleicht. Oder wir probieren es dann nochmal in einer anderen Variante. So schnell geben wir ja nicht auf. Oder wie war das? So. Was wir jetzt hier noch zugeben, das Flütrol halt, was habe ich für einen Fehler gemacht? Ich predige euch immer, schüttelt das Zeug bis sonst was. Und macht das selber nicht, ne? Das ist ja wohl auch glorreich hier. So, einen schönen Schwupps Flütrol ran. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich glaube, das mache ich nicht über. Ich weiß nicht. Das Flütrol macht ja manchmal so ein bisschen, dass die auseinanderbrechen, die Zellen. Also jedenfalls. Mir das zu dunkel. So, gibt einen schönen Kontrast, ne? Aber wehe, es passt nicht. Doch, wir probieren es einfach. Auf Weiß sieht bestimmt knapp. Warum schütte ich da jetzt das da? Auch nicht schlecht, weg damit. So. Hier ist Blau. Und, ach so, ja. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Trala, Trali, Traubsassad. Ich wollte Overtroll, so.
Könnt ihr das noch sehen, was ich eigentlich treibe? Ja, so. Und jetzt nehme ich hier von dem Silikon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Na, ich bin ja mal sowas von gespannt. Dann wollen wir das mal ganz, ganz gut untermischen. So, wir haben jetzt hier drin Overtrol plus Silikon. Was sich natürlich viel, viel besser mischen lässt, also vormischen lässt. So. Also mal hinsetzen, Leute. Nicht so gut irgendwie vom Kreislauf her. So. Dieses blöde Wetter ist wieder umgekippt. Wir haben es total schwül. Fast 30 Grad und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein totales Problem mit dieser Hitze. Passt auch gar nicht. Alles ist so feucht und nee. So. Das mischen wir jetzt mal so, lassen wir mal so. Und da habe ich ja schon so viel Overtrol dran. Und da gebe ich einfach es soll durchbrechen von unten nach oben. 1, 2, 3. Wir werden es sehen. Das rühre ich jetzt aber noch nicht durch. So, und hier habe ich Pouring-Medium dran. Habe ich das? Ja, ich habe es. So. Ach nee, da war ich ja überhaupt nicht mit zufrieden. Wir nehmen unseren super von Baker Ross Super PVA. Um ein bisschen mehr Masse noch zu kriegen, geben wir hier einfach noch mal einen Teelöffel voll zu. So ein bisschen wenig überall hier drin für die große Leinwand. Okay, so. Sehr schön. Okay, irgendwas gefällt mir jetzt hier nicht. Warum ist das so dick? Gut, dann geben wir eben unser Wasser mit Backpulver hinzu. Ui! Kleinen Schwalben zanken sich hier vorm Fenster rum wegen irgendwas. Wahrscheinlich wer die dickste Fliege fängt oder sowas. So preußisch blau. So, jetzt muss ich mir echt mal Küchenrolle nehmen. Mein Gesicht abtrocknen. Das habe ich ja also wirklich ganz, ganz selten. Und heute ist anscheinend so ein Tag. So, Bille. Herzpumpe, die nicht so funktioniert, wie sie soll. Ja, Mann, ärgerlich. Ja, jetzt geben wir mal ordentlich hier von dem Gemisch zu, damit da was passiert. Wir wollen ja, wir mischen jetzt auch gut unter, weil wir wollen ja, dass das Silikon durch die opake Farbe durchbricht. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Versprechen kann... Oh, was habe ich jetzt getan?
Entschuldigung. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Wir werden es einfach bestaunen. So. Es wird auch gleich abenteuerlich mit dem Puren, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich habe da auch noch keinen Plan. Eigentlich eine Idee, eine vage Idee habe ich. Die Farbe unter das Weiß zu bekommen, muss ich ja erstmal Weiß aufbringen. Das werden wir auch machen. Einen weißen Bereich aufbringen und dann werden wir uns ein Wasser nehmen. So dick. Ein, zwei oder drei Joghurttöpfe nehmen, den Boden rausschneiden, die Töpfe draufsetzen. Und da hineinpuren. Ja, das wird ja alles abenteuerlich. Aber so wollen wir es ja haben, ne? Zumindestens, wenn ich euren E-Mails Glauben schenken darf, die ihr mir immer schickt, dann mögt ihr das ja ganz gerne, dass wir hier mal was ausprobieren, was, ja, na, mit diesem Phytrol, ich bin sehr gespannt. Es kann sein, dass das wieder so ein Rezept ist, ja, für die Tonne. Oder es kann sein, dass es funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn es funktioniert, aber über die Brücke gehe ich erst, wenn ich... So, die Konsistenz. Hm. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, als wir sonst machen. Weil die Farbe soll natürlich auch unter dem Weiß laufen, ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn das nachher zu dick ist, dass man das auch ein bisschen ablaufen lassen kann, wenn da zu viel Farbe drauf ist. Wenn zu wenig Farbe drauf ist, komme ich da nicht drunter. Ja. Gut, was machen wir jetzt mit diesem Hasenkind? Hier ist ja schon viel Phytrol dran. Mischen wir das Silikon so unter, oder? Hier ist noch ein kleiner Rest, den schütten wir da noch zu. So. Wenn es Bumm macht, ist das Türkis explodiert. Nein, Quatsch. So. Ist natürlich jetzt in so einem Fass hier schwer zu mixen. Aber wir kriegen das schon hin. So. Konsistenz. So soll es sein. So. Puh, ich bin echt gespannt. Also wir ziehen noch mal Bilanz. Diese Farben hier, die sind mit allesamt mit Silikon, mit Phytrol, mit Foreingmedium natürlich. Ich schreibe euch das nachher noch genau auf, dass ihr das wieder unterm Video stehen habt und nachlesen könnt. So, und diese Farbe hier, das ist Titanweiß von Amsterdam. Ist ein kleines bisschen dicklicher, lasse ich aber so. Oder lasse ich das nicht so fragen über Fragen. Bisschen Weiß, bisschen Wasser noch von unserer Backpulvermischung. Hier kommt kein Silikon dran. Ja, so, okay, die Farben stellen wir eben mal rüber, das macht gar nichts, wenn die ein bisschen rumstehen. Wir brauchen nämlich jetzt noch ein paar Materialien, die wir sonst nicht brauchen. Selbstverständlich brauchen wir, wenn wir in einem großen Bild puren, wenn wir ein großes Bild puren, eine entsprechend große Kiste, die uns
die Farbe, die runterläuft, rüberläuft oder die wir abgießen wollen, müssen oder können, aufhängt. Denn wir wollen ja unsere Farbe nicht auf dem Fußboden haben, sondern bin am Überlegen, ob die Farbe reicht. Naja, werden wir sehen. Wir werden sehen. Wo ist meine Kiste? Ach, da. Oh Mann, nee, heute ist mir echt zu warm. So. Nicht erschrecken, Leute, nicht erschrecken. Jetzt habe ich mal ein bisschen größere Kiste gewählt. Wenn wir demnächst noch eine Nummer größer gehen wollen, dann können wir das tun. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Also im Moment seht ihr natürlich nur die doofe Kiste, ist klar. Das wird jetzt sowieso nochmal eine Nummer, dass ihr alles von dem, ich denke, von dem Ding seht. Nö, geht. Guck mal an, schön. 40x40 unten Pushpins rein, damit wir keinen Kontakt zum Untergrund haben. Dann können wir das nachher in Ruhe ablaufen lassen, wie auch immer, und gut ist. So. Tja, mein Plan. Wie sieht mein Plan aus? So, mein Plan ist, diese Fläche muss weiß belegt werden und dann habe ich Pouring-Becher vorbereitet. Die Farben habt ihr jetzt ja gesehen. Da machen wir uns gleich Pouring-Becher. Und diese Becher pouren wir dann tja, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir brauchen etwas, was wir unten rausziehen können, was etwas härter ist. Also, am besten nehmt ihr euch dazu einen Pappendeckel, eine Folie, aber eine harte. Wichtig ist, dass das, manche nehmen auch ein Holzbrett oder sowas in der Art. Ja, weiß ich auch nicht. Nehmen wir sowas? Machen wir sowas? Oder kippen wir das einfach ganz schnell um? Ich bin ja noch nicht so für so Gedönse. Nö, wir kippen das ganz schnell um. Ich denke, das ist am besten. So, also vier Becher. Ich nehme jetzt mal vier gleich große Becher, was ich sonst nicht so gerne mache, dass ich eben dafür so neue Becher nehme, aber es lässt sich jetzt nicht vermeiden. Unser Joghurtkonsum ist nicht dementsprechend. So, fangen wir jetzt mal an mit dem Türkis. So. Wir müssen nicht alle Becher gleich befüllen. Ja, das kann ruhig sein, dass hier in diesem, der ist zu dick. Wenn ihr das seht, dass das Zeug zu dick ist und euch das zu dick vorkommt, lieber nochmal mit eurer Backpulver-Wasserflasche rangehen und nochmal ordentlich. Das hat keinen Zweck. Ihr ärgert euch sonst schwarz. Durchmischen wollen wir ja sowieso diesmal. Gut, das ist besser. Oh ja, viel besser. So. Wir puren jetzt auch gar nicht so von oben runter. Wollte ich das? Nö, wollte ich nicht. Hier nehmen wir mal. Okay. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen, was ich hier mache. Die Reihenfolge ist vom Prinzip her beliebig. Gießt mal nicht so hektisch wie sonst, gießt mal ein bisschen sanfter. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ich denke mir, die Farben, die sollen jetzt ja untereinander gar nicht interagieren. Ach, hier habe ich das Blau. So, Leute, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Ich habe hier noch mal ein bisschen Toner. Und ich mache einfach noch mal an dieses Blau
einen kleinen Schwupp Toner dran. Toner ist ja alkoholhaltige Tinte und ich möchte einfach, dass hier ein bisschen was passiert. Also an dem Blau ist ein bisschen Toner dran, ja? Okay, die Farbe ist mir auch insgesamt noch ein bisschen, kleines bisschen zu dick. Spielt jetzt alles keine Rolle, weil das von unten rausbrechen muss. Wenn es das nicht tut, dann haben wir eh Pech gehabt. Also werden wir sehen. Ja, da tut sich jetzt schon was im Topf wie verrückt. Wow. So. Türkis. Oh, ist das dick. Das ist immer dieses Nachdicken, was dieser Weißkleber macht. Wenn ihr das seht, müsst ihr da eben Wasser angeben. Ihr braucht auch nicht überall dieselbe Farbe gleich viel zu geben. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr denselben Pegelstand ungefähr habt, ja? Ist auch mir auch zu dick. Ich weiß nicht, warum das unten im Pott jetzt so. Wo ist mein Orange? Und mein Gelb. Toll. Super. Dankeschön. Ich bin so doof. Ich denke die ganze Zeit, wie soll das reichen? Wie soll das reichen? Oh Leute, mein Kopf heute, du, die Hitze, das ist echt zu viel. Okay. So, jetzt brauchen wir aber hier mal das Orange ganz gewaltig. Auch von der Konsistenz her schön vorsichtig drauf geben. Es muss nicht überall gleich viel sein. So. So, ja, ich bin gespannt. Echt gespannt wie ein Flitzebogen. Wir brauchen jetzt auch keine Reste übrig zu behalten, im Grunde genommen, weil wir das mit dem Weiß gleich die ganze Fläche abdecken und dann ergibt sich alles andere. Guckt ungefähr, dass ihr die gleiche Füllmenge habt, so. Und wenn von der einen Farbe oder von der anderen Farbe an einer Stelle mehr ist, kann auch sehr reizvoll sein. Es muss nicht überall gleich sein, so Türkis muss nochmal kommen. Es muss noch mal kommen. Ich mag Türkis gerne. Türkis und Wasserfarben. Und so heiß. Also man stellt sich vor, man ist am Meer. So verschiedene Meeresfarben sind einem da vor dem Auge. Dann Türkistöne. So. Warum die Farbe jetzt hier unten wieder so blöde dick wird am Rest, das habe ich den Weißkleber schon ganz oft, als wenn er sich dann nach unten verkrümelt. So.
kommt da noch mal ein bisschen Wasser hin dran. Das Wasser- und Backpulvergemisch hat ja ein sehr schönes Ergebnis gebracht. Und infolgedessen, so, jetzt haben wir hier von unserem Blau, wo der Alkohol drin ist, also die, der Toner drin ist, da mischen wir jetzt absichtlich nochmal in jeden Topf einen ordentlichen Schuss. So. Gelb. Ein bisschen dicker als die anderen, aber ja. So, hier haben wir viel drin. Über das restliche Gelb da rein. So. Ich habe keinen Plan, wie ich diese vollen Becher gleich umstülpe. Also ich muss das anscheinend mit so einem Tablett machen, aber mal gucken, was ich mir da gleich überlege zu. Ich kann ja nicht vier Töpfe festhalten beim Umkippen. Wie soll das denn gehen? Oder doch? So. Ungefähr gleich vier drin. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt wird das wirklich doof spannend. Jetzt wasche ich mir erstmal die Hände. Und dann schütten wir das um. Ich darf uns ja auch nicht um Ohren fliegen. Ich darf uns ja nicht um die Ohren fliegen, dass da irgendwie so viel Farbe schon raus ist oder was. Das wollen wir ja auch nicht. Also müssen wir uns was überlegen. Dass wir denn, da würde mir zu viel Farbe rauskommen. Muss ganz dünn sein. Dünn und hart. Da geht am besten eine Pappe, eine Glasscheibe, ja, irgendwie sowas. So, holen wir uns mal so einen Pappteller. Muss ich jetzt ein Haken im Mund haben, finde ich ja gemein. Ist jetzt weg. Nervig. So. Jetzt geht's weiter, Leute. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir machen uns jetzt einfach mal hier so einen Pappteller. Der hat ja den Boden. Ich will jetzt eine relativ gerade Fläche haben. So. Hm, sehr wackelig. Ei, der Daus. Ach Quatsch, kriegen wir hin, wir sind so schnell. Die Gravitation machen wir uns zunutze und dann habe ich das jetzt wirklich gesagt. Ach, gut. Ja, so. Das holen wir uns jetzt erstmal so, dass wir überall rankommen und ihr alles seht. So, das ist die Hauptsache. So. Gut. Fangen wir an. Der Becher, den decken wir einfach ab. 1, 2, 3, Viertel vor 3. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Nur nicht ganz so. Okay. Das ist nicht schlimm, wenn das jetzt hier so ein bisschen. 1, 2, 3. Ja. Toll, was? Sieht geil aus. Die Pappe sieht geil aus. Das Fahrzeug holen wir hier mal wieder rein. Das ist ja alles kostbare Farbe. Ups, und ziehen es runter. So. Warum soll man was verschwenden? Ne? Das ist die Frage, ob das gut ist oder nicht. Also weg damit. Gut. Muss ich jetzt mal eben schnell. Weil das darf ja nicht im normalen Müll. So, jetzt nehmen wir mal ganz schnell unsere weiße Farbe, die hoffentlich, ich habe vergessen abzu, na gut. Okay, jetzt gießen wir hier dazwischen. Gießen auch herum,
Und hier drüber und da drum rum. Und ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss ich noch was nachmachen, arbeiten, wie auch immer. Das wäre aber auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir kriegen das Ergebnis nachher hin, was ich haben will. So. Was machen wir jetzt? Jetzt verteilen wir das erstmal mit einem Spachtel. Und ja. Oh Gott, was mache ich hier? Scheiße, nee, so war das nicht gedacht. Nee. Ich mache jetzt hier gerade Mist, weil ich will ja Weiß oben drauf haben und nicht irgendwelche Kackfarbe. Vermischte. Das gefällt mir jetzt gerade mal nicht so. Aber so, dass es mir alles nicht gefällt. Ich bin auch ziemlich mächtig. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die alles, was sie machen, sagen, ach, das ist so wundervoll. Ach, das ist ja so herrlich. Nö, ich guck mir das an und wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. Das ist eben so, ne? Also mit da drunter laufen, ich glaube, da müsste ich noch 10-mal so viel Farbe haben, ne? Seht ihr jetzt auch gerade irgendwie. Das reicht hinten und vorne nicht. Entweder haue ich jetzt noch ganz schnell Farbe zusammen. Dann werde ich mal machen. So, Titanweiß. Pouring Medium. Vor allem, was mir jetzt hier überhaupt nicht gefällt bei der ganzen Kiste, ist, dass es so störrisch ist. Ja, das ist mir viel zu hart. Das läuft ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja viel zu dick, viel zu, ich weiß nicht was. Okay. Diese Mischung mal ein bisschen dünner gemacht, dass wir die Ecken und das auch alles voll kriegen. Ja, so. Also man braucht schon verdammt viel Farbe bei dieser Technik hier. Ob mir das so gefällt, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja auch irgendwie, ja weiß ich nicht. Man müsste den ja irgendwie nachher. Gut, wir machen das ja alle für uns. Okay, dann hängt man sich halt so ein Bild hin. Aber in dem Moment, wo man jetzt das macht, mit Verkaufabsicht oder so, kann man ja gar nicht. Dann müsste man ja wirklich so viel Kohle dafür kriegen. Nö. Gut, das geht so nicht. Ich habe aber schon eine Idee, wie ich das mache. Das ist ja das Problem, dass die Luft da rein muss. Und damit die Luft da reinkommt, nehmen wir uns einfach was, nämlich eine Schere und schneiden oben rein. Und dann kann man nämlich rausgehen, ohne dass es, ja, gefällt mir überhaupt nicht. Weiß ich so schon. Oh, bin ich heute wieder meckerig. Klasse Nummer. So. Ja, sieht geil aus. Das mit dem Türkis, das mag ich. Bisschen rumflutschen und dann so irgendwie mal gucken, mal gucken. Ich sehe viele Zellen, ja. Aufpassen, dass es keine doofen Mischfarben gibt, wenn ihr das ja, abstreift und darauf achten, dass ihr euren weißen Bereich, den ihr haben wollt, nicht kaputt macht, so wie ich das jetzt hier eben anscheinend leider alles gemacht habe.
Dann geht ihr jetzt einfach mit dem Weiß nochmal daher, kratzt die letzten Reste raus und klatscht das gleich in die Mitte rein, damit da keine weiteren Fragen aufkommen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ich wasche mir jetzt nochmal die Hände. Ich habe Farbe da drauf für, ich weiß nicht. Damit könnte ich, glaube ich, zweimal normale Bilder malen oder so. Also, sieht mal richtig geil aus. Ich möchte das einfach jetzt mal eben abtorchen, bevor wir es bewegen, bevor wir irgendwas machen. Das sieht ja sowas von klasse aus, vor allem hier diese Geschichten. Hoffentlich bleibt das so. Ich werde jetzt ganz vorsichtig torchen. Und das mag ich doch ziemlich leiden, muss ich ehrlich sagen. Also ganz vorsichtig mal hier so ein bisschen. Dass die Luftblasen rausgehen. Da ist es für meinen Geschmack nicht so schön. Das Orange hat sich irgendwie doch ein bisschen hervorgetan. Das war von Amsterdam, das Orange. Das mischt sich etwas, was ich persönlich doof finde. Aber hier, tolle Lea. Wir gucken mal, was passiert. Ja, wir nehmen mal ganz vorsichtig Fahrt auf. Wir müssen jetzt hier dran denken, dass wir die... Ja, oder wird... Nee, ich bin kein Freund vom Swipen. Swipe-Technik ist nicht so mein Ding. Machen wir es mal so. Das finde ich auch doof, weil... zu viele Zellen kaputt gehen. Also... Wenn wir nochmal das Wasser, jetzt sprühen wir hier mal einfach mal Wasser drauf. Auf die Ecken. Ganz normales Wasser. In der Hoffnung, dass es etwas besser läuft. Sollte das nicht laufen, nee, das will ich jetzt nicht, was jetzt hier abgeht. Oh Mann, wie mache ich das jetzt? Muss ich das doch da oben weglaufen lassen, ja? Schade. Eieiei, sieht das irre aus. Ja, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Wir müssen sowieso ein bisschen weglaufen lassen, weil ansonsten ist da so viel Farbe drauf, dass wir Cracks kriegen und das wäre schade. Was ich jetzt total doof finde, das ist, was hier oben abgeht, ja, dass wir hier Bereiche haben, wo das Scheißzeug überhaupt nicht laufen will. So drückt er sich wieder gepflegt aus. Wir machen jetzt erstmal unsere Kanten dicht. Ich finde das ganz klasse, was... Oh, das ist eine tolle Farbe, die hier am Rand, die hier entstanden ist. Super tolle Farbe. Türkis, Türkis, ich brauche Türkis. Hier ist Türkis. Schleppe ich jetzt vorsichtig ringsrum, damit ich hier nicht auf mein Bild drauf tropfe. Verkleide mir mal diese Ecke hier. Ja. Was ist denn da? Die Ecke finde ich noch ein bisschen. Gut. Ich finde das total genial. Total genial. Guckt euch mal bitte diese Zellen an. Zellen in den Zellen. Überall große Zellen, riesige Zellen, ja. Nicht nur kleines Muckelkram, sondern richtig große Zellen. Und im Endeffekt habe ich jetzt nur das Problem, dass ich jetzt hier wieder dermaßen
blöde Klebefinger habe. Die muss ich mir erstmal einmal abwaschen. Dann können wir uns das nochmal in Ruhe angucken. So. Also man spricht da von sogenannten Negative Space, das heißt freier Bereich. Das heißt, wir haben jetzt keinen Bereich, wo keine Farbe ist, sondern wir haben jetzt Bereiche geschaffen, die weiß sind. Ja? Was ich eigentlich wollte, dass die Farbe durchpoppt, durch das Weiß durch, dass es nicht passiert. Das ist in diesem Falle aber gut, weil wir jetzt, sage ich mal, Ruhe haben. Ist ja ein sehr wildes Puri. Ich finde es trotzdem sehr schön. Es wird garantiert recht dunkel. Das Weiß hätten wir etwas dünner machen sollen. Ich denke, wenn das Weiß auch dünn ist oder dünner ist, als ich es gemacht habe, hätten wir die Chance, die Luftblasen hier raus machen, dann hätten wir die Chance gehabt, dass es vielleicht an den Ecken etwas besser gelaufen wäre, also gerannt wäre, und ich hätte dann nicht so doll bewegen müssen und diese großen Zellen wären in ihrer Form runder erhalten geblieben. Ja? Gut. Das kann man dazu sagen. Dann kann man dazu sagen, das ist wirklich doch eine große Portion Farbe ist, die wir brauchen, um so eine Leinwand von nur 40x40 vollends zu gestalten, zu belegen. Das ist ganz schön heftig. Ja, und wem das zu anstrengend ist oder zu umfangreich, der kann sich einfach drei kleine machen und die zusammen dann nebeneinander an die Wand hängen. Wir wissen ja, die fallen jedes Mal anders aus. Wir sehen ja, wir haben vier Töpfe. Wir hatten in allen vier Töpfen dieselben Farben, nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Nur guckt euch das mal bitte an. Die beiden sind sehr ähnlich, wobei da ist Orange rausgekommen, hier Gelb. Die beiden sind auch annähernd ähnlich, aber doch auch wieder ganz unterschiedlich. Ja, also so dass man sagen kann, guck mal, die Farbe, die ich hier aufgetragen habe an der Ecke, ich weiß nicht, ich zoome euch mal ein bisschen ran, ich hoffe, das klappt. So. So, also die Farbe, die ich hier an der Ecke aufgetragen habe, in dieser blauen Ecke, sind ganz viele Zellen aufgepoppt noch. Das heißt, das ist total aktiv, das Zeug, und funktioniert also immer noch. Das finde ich also super schön. Auch, dass die Zellen jetzt hier so umrandet sind. Hier, guckt euch das mal an. Ganz, ganz toll. Da. Ja, seht ihr mein Dings? Mein Pinselstiel? Das ist gar nicht. Da. Da kommen wir hin. So, hier. Wie Pfauenfedern sieht das bald aus, ja? Mit Orange drin, außenrum lila, weiß umrandet, gelb ist hier wieder und also total irre. Doch, gefällt mir. Ich muss sagen, ein sehr, sehr schönes Puring. Ich hoffe, ihr versucht es mal nachzumachen. Ist ganz schön anstrengend und kostet ganz schön viel Nerven, weil man will es ja unbedingt schön hinbekommen. Und ja, ich mag es. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Und ansonsten, ihr könnt mir gerne schreiben, eure Erfahrungen oder wenn ihr Fragen habt, das wisst ihr ja.
Ich freue mich drüber. Unten unter dem Video findet ihr Rezeptangaben als auch meine E-Mail-Adresse. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich denke, es wird irgendwann knallen heute. Und seid nett zueinander und wir sehen uns bald wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Tschüss!